Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Book of One Written Tales. Das ist super toll. Okay, nee, genug mitgesummt. Der Kellermeister war so nett und hat uns freigegeben, nachdem wir den Roboter auf die Ratte gehetzt haben. Ja, gut, dann gehen wir doch mal nach draußen. Wieder ein Tag vorbei. Und wieder habe ich keine Prinzessinnen gerettet, keine Drachen bekämpft und keine Orks gejagt. Eine Ratte habe ich in die Flucht geschlagen. Und das nicht mal alleine, sondern mit einem vollautomatischen Roboter. Es braucht wohl etwas mehr, bis meine Statue neben der von Ritter Thilo in der Halle der Helden steht. Aber ich werde es schaffen. Ui. Es schneit. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Was zur? Ja, da hast du nur mal Glück gehabt. Das hat dich jetzt fast erschlagen, ne? Junge, du musst mich hier herausholen. Schnell, bitte. Ich bin entführt worden. Eine Elfe hat mich befreit. Sie wollen... So glaube mir doch. Ich habe den Schlüssel zu etwas, das den Krieg entscheiden kann. Hör zu, Junge. Es ist zu spät. Siehst du diesen Ring? Er ist der Schlüssel. Bringe ihn zum Erzmagier der Menschen in die Stadt Seefels. Hörst du? Aber... Unser aller Schicksal hängt davon ab! Oh Mann, das glaubt mir doch niemand. Ich kann doch unmöglich allein bis ans Meer zur Stadt der Menschen reisen. Ich brauche Hilfe. Ich sollte den Kellermeister um Hilfe bitten. Oder Opa, der hat für die Allianz gekämpft. Puh, ja, harter Tobak. Und da war er wieder, der knuffige Drache. und hat den Kremling wieder mitgenommen. Ja, den Kellermeister oder den Opi. Ich würde mal sagen, einfach weil wir da schon mal waren. Gehen wir doch mal zum Kellermeister. Hallo? Herr Kellermeister, wo sind Sie? Herr Kellermeister! Hm? Was? Wir müssen die anderen Zwerge verständigen. Da war ein Gremlin in einem Käfig und er hat mir einen Ring gegeben und... Was? Was für ein Ring denn? Diesen Ring! Es ist ein sehr wichtiger Ring. Der Gremlin hat gesagt, er würde unser aller Schicksal... Wirklich, Wilbur? Ich habe keine Zeit für Kindereien. Ich habe Wichtigeres zu tun. Aber der Ring muss zum Erzmagier in die Stadt der Menschen gebracht werden. Er kann den Krieg beenden, hat der Gremlin gesagt. Hör mal, Kleiner, das ist ein Ring. Was soll der können? Er ist... Ich muss... Der Gremlin lügt doch nicht. Überleg doch mal. Wann hätte jemals irgendjemand einem kleinen Wesen wie Lom einen wichtigen Ring gegeben? So was passiert nicht. Aber... Du ist aber gut. Geh nach Hause, es wird schon spät. Armer Wilbur. Vom Kellermeister kann ich wohl keine Hilfe erwarten. Ja gut, dann gehen wir eben zu Opa. Bäh, wer braucht schon den Kellermeister? Gehen wir eben zu Opa hier ins Gnomenhaus. Das ist der Eingang zum Gnomenbau meiner Familie. Wir leben schon seit Generationen hier oben. Das ist ja lustig mit den Leitern da hoch. Weil das hier müsste ja theoretisch das Fenster gewesen sein, wo die Küche ist, ne? So in etwa. Wenn mich jetzt nicht ganz täuscht. Kann natürlich auch auf der anderen Seite liegen, weiß man ja nicht so. Genau wie das aufgebaut ist, aber ich würde es so vermuten. Ja, das Ding ist hier so geil, das geht nach unten. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier diese Kugel an. Hey, mein mechanischer Flugfisch Nemo. Was machst du denn hier? Das ist eines der wenigen technischen Geräte, das ich selbst gebaut habe. Naja, um ehrlich zu sein, eigentlich Vater und meine Schwester. Aber ich habe zugesehen. Ja, den nehmen wir mal mit. Okay, vielleicht auch nicht.
Sieht aber nicht gerade stabil aus wie der... Okay, ich sag nichts. Er funktioniert immer noch. Ein solides Stück Gnomentechnologie, möchte ich sagen. Ja, schön. Und was auch schön ist, ist, wenn man den Stuhl hier betrachtet. Passt mal auf. Ein Stuhl. Geht das auch genau? Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Sehe ich nicht so. Wie ich schon sagte. Ein Stuhl. Zum Sitzen. Ach so, kann man sich da vielleicht auch draufstellen oder so? Es ist immer noch ein Stuhl. Ach so, Ein Stuhl, der völlig uninteressant ist und mir in keiner Weise weiterhilft. Auch nicht später. Ja, aber da kannst du dich, du bist doch so klein, da kannst du dich irgendwo draufstellen und dann hochkommen. Nimm doch mit. Es ist ein Stuhl. Wirklich. Ja, das ist mir schon klar. Okay, in Ordnung. Es ist ein Pferd. Ach so, ein Pferd also. Ein schönes, großes, weißes Pferd. Ja, yeah, super. Dann nimm mit. Pferde sind super. Was soll denn das? Ein Stuhl ist ein Stuhl ist ein Stuhl. Ich antworte einfach nicht mehr. Okay, bin ich gespannt. Der Stuhl. Natürlich. Er ist der Schlüssel zum Ganzen. Nicht. Nicht. Ein Stuhl. Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Okay, es geht von vorne los. Aber ja, schön, schön. Wie er sich da aufregt, wenn man das ständig betrachtet. Und quasi damit mehr oder weniger ja das eigene Genre auch so ein bisschen verarscht, ne? Die Zahnräder gehören zu Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Die Maschine belegt insgesamt 3 Zimmer in unserem Bau. Interessant. Ein Blumentopf mit Blumenerde. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Ja, Die Pflanzen gehören Mama. Sie züchtet eine Menge von diesem Grünzeug. Sie versucht, Pflanzen genetisch so zu verändern, dass sie hier oben in der kalten Bergwelt leben können. Die Pflanzen sind ganz schön groß geworden. Ich könnte schwören, gestern waren sie noch nicht da. Vermutlich benutzt Mama einen sehr guten Dünger. Meine Mutter ist eine richtige Hausfrau. Sie beschäftigt sich mit Chemie, Biologie, Genetik und so ein Kram. Ja, wie Hausfrauen das hier halt eben machen, ne? Das kennen wir doch alle von zu Hause. Ich fasse davon lieber nichts an. Wir Gnome haben eine goldene Regel. Mische dich niemals in die Experimente anderer ein. Also, ich meine halt allgemein für den Haushalt jetzt. Nicht auf Hausfrau bezogen, sondern für den Haushalt, ne? Da muss man das natürlich machen. Mit Chemie und so kennt ihr ja halt. Das Tor ist Teil von Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Dahinter befindet sich so eine Art Parkhaus für Räume. Parkhaus für Räume, schön. Eine Erfindung von meinem Dad. Er nennt es Zeitmessometer. Es unterteilt den Tag in 2x12 Stunden und zeigt an, in welcher Stunde wir uns befinden. Oder auf gut Deutsch, eine Uhr. Manchmal glaube ich, das Ding zeigt die Zeit nicht an, sondern verbraucht sie. Wie ich schon sagte. Ach so. Ein Stuhl. Ja, das war natürlich... Ja, sorry. Das ist meine Familie. Momentan halten aber nur Opa und ich hier die Stellung. Die anderen sind alle auf einer Technikmesse im Süden. Mein Vater ist Mechaniker und Physiker. Er beschäftigt sich vor allem mit, Dingen. Mutter ist einfach Hausfrau. Und Genetikerin. Das Baby ist meine kleine Schwester Sydney. Ich denke, sie wird auch Forscherin. Sie hat mit einer Rassel und einem Gummiball die Datendurchsatzrate ihres Babyphones verdoppelt. Meine kleine Schwester Maggie ist der ganze Stolz meiner Eltern. Sie beschäftigt sich vor allem mit Robotik, Kampfroboter, um genau zu sein. Opa ist Kriegsveteran und betreibt geheime militärische Forschung, wenn Papa ihn mal in die Werkstatt lässt. Wie es scheint, bin ich als Einziger aus der Reihe gefallen. Ich würde lieber hinaus in die Welt und Zauberer werden. Ein Held wie Ritter Thilo, aber... Naja, bisher fehlte mir der Mut. Ach, Kopf hoch, das wird schon noch, das wird schon noch. Ich geh mal erstmal runter, oder? Ach nee, da können wir noch was anschauen, stimmt ja. Auch so eine Erfindung von Papa. Er nennt es Elektrizität oder so ähnlich. Hat irgendetwas mit Hamstern zu tun. Früher hatten wir überall Leuchtquallen an den Wänden. Irgendwie fand ich das gemütlicher. Ja gut, aber ich geh mal wirklich runter. Jetzt passt mir auf, coole Treppe, muss und ich schon sagen. Abwärts. Ich bin's. Das glaube ich kaum.
Wie lautet die Parole? Natürlich atomarer Erstschlag. Atomarer Erstschlag, Sir. Korrekt. Was willst du? Ich habe einen Ring von einem Gremlin bekommen. Er sagte, der sei sehr wichtig. Der Ring soll so schnell wie möglich zum Erzmagier gebracht werden. Ein Ring? Hast du ihn auf Kontamination überprüft? Auf Flüche? Verhexungen? Gift? Aber was frage ich? Natürlich hast du. Niemand würde einen Ring von einem Gremlin annehmen und ihn nicht auf Flüche untersuchen. Gefährliche kleine Monster, diese Gremlins. Man darf sie nicht nach Mitternacht füttern, weißt du? Der Gremlin sagte, dieser Ring könne den Krieg entscheiden. Den Krieg entscheiden? Das wäre ja... Wo ist der Gremlin? Er wurde entführt. Gerade so konnte er mir den Ring noch zustecken. Der Erzmagier soll ihn so schnell wie möglich bekommen. Der Erzmagier? Ja. Er wird wissen, was zu tun ist. Darauf haben wir gewartet. Dafür haben wir trainiert. Dies ist die Stunde, in der aus dicklichen kleinen Jungs echte Männer werden. Die Stunde der Ehre, die Stunde des Ruhms. Unsere Stunde. Aber wieso dicklich? Jeder weiß, was er zu tun hat? Nein. Dann machen wir es so. Ach Gott, der hat einen mechanischen Fuß. Ach so. Okay, jetzt schaue ich mich aber erstmal hier um. Papas Schraubstock. Viele schmerzhafte Erinnerungen verbinden mich mit ihm. Oh je. Papas Schraubstock. Viele schmerzhafte Erinnerungen verbinden mich mit ihm. Eine gewaltige Maschine. Selbst für Opas Verhältnisse. Er nutzt es wirklich aus, dass Mama und Papa nicht da sind. Okay. Das Seil könnte vielleicht nützlich werden. Ein dünnes, silbriges Elfenseil. Es ist sehr leicht und beinahe unzerreißbar. Ja, dann nimm mit. Ich weiß zwar nicht wofür, aber nimm einfach mit. Das ist Papas Ersatzwerkzeugkiste. Sein normales Werkzeug, sein Reisewerkzeug und sein feines Ausgehwerkzeug hat er mitgenommen. Mal sehen, was haben wir hier? Schraubenschlüssel, Zangen, Oberfett, ein Taurenfuß, ein Fluchmessgerät. Ich nehme einfach die ganze Kiste mit. Ja, warum nicht gleich so? Teile von irgendwelchen Maschinen. Wenn es sinnlos ist, kommt es von Papa. Wenn es kaputt ist, von Opa. Und wenn es gefährlich ist, von meiner Schwester Maggie. Ganz einfach, okay. Ein alter Verlängerungsarm. Sehr praktisch, wenn man zu klein ist, um an Gegenstände heranzukommen. Ein weit verbreitetes Problem bei uns Gnomen. Ja, bei mir mit meinen fast 2 Metern nicht. Okay. Das ist eine tolle Erfindung von Opa. Ein Schiff, das unter Wasser fahren soll. Untergehen tut es schon. Der Spind lässt sich nicht öffnen. Er wurde bei der verheerenden Frühjahrsexplosion vor 2 Jahren stark beschädigt. Ja, dann schließen wir ihn. Das sind Leuchtquallenlampen. Man muss die Quallen nur alle paar Wochen füttern, dann geben sie jahrelang Licht. Früher hingen solche Lampen überall im Bau. Jetzt haben wir nur noch die beiden. Ach stimmt, da drüben ist auch nochmal eine. Ja, gut, klar. Opa mag Geheimniskrämerei. Ich glaube, er hat Angst vor den Spionen der Schattenarmee. Irgendetwas, an dem mein Opa arbeitet. Keine Ahnung, was es ist. Und ich glaube, ich möchte es auch nicht wissen. Ich mag meinen Opa, aber seine Erfindungen sind meistens ziemlich gefährlich. Moment. Gerade hast du doch noch gesagt, die gefährlichen Erfindungen kommen von deiner Schwester Maggie. Gut, reden wir nochmal mit Opa. Du, Opa? Nenn mich Colonel! Was genau tun wir jetzt, Colonel? Haben wir doch eben besprochen. Du besorgst die Ausrüstung und ich kümmere mich um das Transportmittel. Ausrüstung? Wofür? Wofür? Für deine Reise in die Stadt der Menschen natürlich. Du musst aufmerksamer sein, Junge. Ich soll... Ich dachte, jemand anderes... Wer denn? Ich wage zu bezweifeln, dass du hier jemand anderen finden würdest, der dem Tod ins Auge blicken würde. Das ist deine Chance, ein tragischer Held zu werden, Junge. Ein schmerzhafter Verlust für die Allianz. Willst du denn kein Held sein? Ich würde schon gern mal was erleben, aber... Das ist deine Chance.
Du wirst ein Held und ich werde allen zeigen, dass ein alter Gnom noch zu etwas Nutze sein kann. Also hier ist der Plan. Du besorgst dir eine gute Ausrüstung. Ich kümmere mich um das Transportmittel. Na gut, ich kann mich ja mal umsehen. Ganz unverbindlich. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal wissen, was wir alles brauchen. Wegen meiner Ausrüstung. Ja? Hast du alles beisammen? Ich weiß nicht. Was genau soll ich denn mitnehmen? Lass mal überlegen. Du brauchst einen Helm. Ohne Beine kann man kämpfen, ohne Kopf nicht. Ohne Beine? Außerdem brauchst du eine Karte des Gebiets. Aufklärung ist alles. Wir leben im Informationszeitalter. Helm und Karte also. Verstanden. Und dann natürlich noch einen Fallschirm. Sicher ist sicher. Wozu genau? Ich meine, ein Fallschirm? Na, nur zur Sicherheit. Okay. Der Ring. Glaubst du wirklich, er könnte den Krieg beenden? Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendetwas diesen Krieg beenden kann. Der Gremlin meinte, er würde unser aller Schicksal verändern. Vielleicht ist es ein mächtiger Zauberring. Wir sind einfache Soldaten, Junge. Wir kämpfen, wenn man es uns sagt. Über alles andere musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Klingt vernünftig. Kennst du den Erzmagier? Hast du ihn schon einmal getroffen? Getroffen habe ich ihn noch nicht. Immerhin ist er ein großer Anführer und ich bin nur ein einfacher Soldat. Aber ich habe schon viel von ihm gehört. Er ist ein mächtiger Zauberer natürlich. Er ist Berater des Königs. Und er ist unser mächtigster Alchemist und Oberhaupt des Geheimdienstes. Er lebt unten am Meer in Seefels in einem Turm. Aber natürlich ist er als wichtiger Mann ständig auf Reisen. Hoffentlich ist er da. Ich wollte schon immer mal einen echten Magier treffen. Wenn er nicht da ist, musst du auf ihn warten oder ihm hinterherreisen. Du darfst den Ring nur dem Erzmagier persönlich geben, hörst du? Niemanden anderen! Schwöre mir das. Wenn der Ring wirklich wichtig ist, dann soll es nicht an uns liegen, wenn er in falsche Hände gelangt. Na gut, na gut. Ich schwöre, ich werde ihn dem Erzmagier persönlich geben. Okay, aber wie kommen wir da überhaupt hin? Ich soll mit deiner Maschine in die Stadt der Menschen reisen, oder? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Und der sicherste? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Also nicht der sicherste. Vom Kellermeister können wir keine Unterstützung erwarten. Er glaubt nicht, dass der Ring wichtig ist. Ich hab nichts anderes erwartet von diesem feigen Trunkenbold. Aber Opa, er ist mein Chef. Schöner Chef. Sitzt in seiner Festung und trinkt von morgens bis abends Bier, während seine Kameraden an der Front kämpfen. Ich glaube, er vermisst sie. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall sind wir auf uns alleine gestellt, Soldat. Gut. Ich suche dann mal weiter nach meiner Ausrüstung. Tu das. Ich habe hier noch genug zu tun. Aber denke daran, schau einer Medusa nie in die Augen und niemanden in der U-Bahn. Klar. Also, da habt ihr es gehört, niemanden in der U-Bahn in die Augen schauen, weil das könnte nämlich gefährlich sein. Okay. Aber ich würde sagen, dann war's das erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play The Book of Unwritten Tales. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.